Wieso? Prost! Wer sagt denn Prost? Ja, Jacqueline, aber was denn sonst? Pass auf, Vater! Unne, unne, obbe, obbe, unne, obbe, schobbe, robbe! Du, Jacqueline, wenn du weiter so frech bist, dann bekommst du später auch ganz freche Kinder. Ha, Vater, jetzt hast du dich aber gerade selbst verraten. Ach, Jacqueline, mir geht's ja gar nicht gut. Ei, Vater, was hast du denn? Ach, weißt du, früher sind mir die Frauen immer reihenweise hinterhergelaufen. Ja, und warum jetzt nicht mehr? Ei, ich klau doch jetzt keine Handtaschen mehr. Prost! Oh, Vater, ich hab dir doch gesagt, wie das geht. Unne, unne, obbe, obbe, unne, obbe, schobbe, robbe. Siehste, die können das auch und wir üben das jetzt nochmal zusammen. Also, unne, unne, obbe, obbe, unne, obbe, schobbe, robbe. Ja. Du, Vater, kennst du eigentlich den Unterschied zwischen dem Paul Petri, ja, wo, da, und einem Dromedar? De Paul und ein Dromedar? Nee, den Unterschied kenne ich nicht. Ganz einfach. Ein Dromedar kann 7 Tage schaffen, ohne zu trinken. Apropos Paul. Wenn der Paul abends spät nach Hause kommt, dann kocht die Ornella ja immer vor Wut. Oh, da hatte Paul aber Glück. Wenn ich spät abends heimkomme, dann bekomme ich nichts Warmes mehr. Ach, Jacqueline, momentan träume ich jede Nacht das Gleiche. So, so. Von was träumst du denn? Ach, ich stehe vor einem Tor, auf dem etwas geschrieben steht und ich drücke dann ganz fest gegen das Tor, aber es geht einfach nicht auf. Ja, und was steht auf dem Tor? Bitte ziehen. Du bist so dumm. Und zusammen. Unne, unne, obbe, obbe, unne, obbe, schobbe, robbe. Du, Jacqueline, ich bin ja jetzt auch im metallischen Alter. Metallisches Alter? Hm? Und was ist das? Ei, Silber im Haar, Gold in den Zähnen und Blei in den Füßen. Du, Vater, weißt du eigentlich, warum der Heinz Welpe eine Brille hat? Unser Heinz Welpe da, der vom Finanzamt? Nee. Hat er seine Brille aus einem bestimmten Grund? Na klar, damit er sich auf dem Amt beim Einschlafen nicht ins Auge sticht. Das macht Sinn, ja. Du, Jacqueline, deine Mutter, die verbietet mir ja einfach alles. Ja, echt? Ja, echt. Ich darf nicht rauchen und ich darf nicht trinken. Und ich darf im Fernsehen keinen Fußball schauen. Ei, Vater, bereust du denn, dass du die Mutter geheiratet hast? Ach, Jacqueline, das darf ich doch auch nicht. Sag mal, Jacqueline, du bist ja jetzt schon eine ganze Weile mit deinem Freund zusammen. Hast du ihm auch schon einen Heiratsantrag gemacht? Klar hab ich das, aber ich muss noch ein bisschen warten. Er meinte, ich wäre die Letzte, die er heiraten würde. Du, Vater, weißt du eigentlich,
schlimmer ist als ein Mann? Schlimmer als ein Mann? Keine Ahnung. Ja, zwei Männer. Und Vater, kennst du auch den Unterschied zwischen einem Mann und Joghurt? Mann und Joghurt. Jacqueline, nein, kenne ich nicht. Ganz einfach, Joghurt hat Kultur. Und Vater, kennst du auch den Unterschied zwischen einem intelligenten Mann und einem UFO? Nein, Jacqueline, kenne ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe beides noch nie gesehen. Und Vater, kennst du den Unterschied zwischen einem Ehemann und einem Geliebten? Unterschied zwischen Ehemann und Geliebten? Ganz einfach, 30 Kilogramm. Und zusammen. Ohne, ohne, obbe, obbe, ohne, obbe, schobbe, robbe. Sag mal, Jacqueline, in der Schule verwendet ihr da eigentlich auch die neue Rechtschreibreform? Keine Ahnung, ich bin Linkshänder. Du Vater, gestern Abend, da war die Mutter ja ganz glücklich. Ja, stimmt. Wir haben was im Fernsehen geschaut und da habe ich zu ihr gesagt, es ist schon erstaunlich, dass die dümmsten Männer immer die schönsten Frauen heiraten. Und da macht sie zu mir, Schatz, das ist das schönste Kompliment, das du mir je gemacht hast. Du Vater, als du jung warst, da hat es ja noch keine Computer gegeben. Das stimmt. Damals gab es noch keine Computer, keine Handys, war auch schön. Ja, aber Vater, ohne Computer, wie seid ihr denn damals ins Internet gekommen? Und wo wir gerade bei Computer sind, woran erkennt man, dass unser Sitzungspräsident, der Carsten Schröder, am Computer war? Der Carsten Schröder am Computer, woran erkennt man das? Na, am Tippex auf dem Bildschirm. Du, Jacqueline, weißt du eigentlich, warum die Russen Wodka, die Franzosen Wein und die Deutschen immer Bier trinken? Die Russen trinken Wodka und die Franzosen Wein und die Deutschen Bier. Ja. Und warum? Tja, damit man die Nationen an ihren Fahnen erkennen kann. Du Vater, kennst du den Fachbegriff für einen intelligenten, attraktiven und gefühlvollen Mann? Fachbegriff für einen intelligenten, attraktiven und gefühlvollen Mann? Sag's mir! Ganz einfach, Gerücht! Also wenn ich dich so sehe, könnte mir ja glatt meinen, es wäre eine Hungersnot ausgebrochen. Und wenn ich dich so sehe, könnte man glatt denken, du wärst daran schuld. Ich bin vielleicht sauer. Der Carsten, da hinne, der hat mich ja vorhin glatt einen Halbidioten genannt. Tröste dich. Der wollte dir sicher nicht gleich die ganze Wahrheit sagen. Du, Jacqueline, weißt du, über was drei Männer auf einer einsamen Insel reden? Klar, über Autos, Sport und Frauen. Ja. Und über was reden dann drei Frauen auf einer einsamen Insel? Tja, nee, das weiß ich jetzt nicht. Ganz einfach. Zwei schließen sich zusammen und lästern über die dritte.
Einmal geht noch. Ohne